Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Hanitsch, Jörn Hanitsch. Ich bin freiberuflicher Lichtkünstler und Metallgestalter hier aus Cottbus. Ich bin noch Veranstalter von kreativen Kulturevents und wir stehen gerade schon in einer Szene drin. Hintergrund sind die Guardians of Time zu sehen. Das sind die Originalfiguren, die auch zu 30 Jahre Mauerfall auch in Berlin standen. Die sind jetzt in mein Eigentum gegangen, stehen jetzt also hier und beschützen also auch hier diese Installation mitten im Stadtzentrum. Die Installation, die auf der anderen Seite aufgebaut ist, wird das begehbare Märchenbuch sein. Also aus historischen Vorlagen von 1939, ein Original-Märchenbuch ist das, was digitalisiert wurde. Und dieser digitale Content wurde auf große Segel gedruckt. Und das hänge ich an diese ganzen Installationen hier abends auch her. Man kann also dann abends mit den Kindern hierher gehen, eine gute Nachtgeschichte lesen. Und im Übrigen können auch aus anderen Kulturen Leute auch hierher gehen, weil die gute Nachtgeschichte ist in aller Welt bekannt und bringt die Kinder ordentlich in den Schlaf hinein. Und so wird es auch eine Veranstaltung sein, wo Menschen ohne Eintritt hierher gehen können, weil Weihnachten gibt es Geschenke.